ist der Kiez in Krisa. In diesem Video steht das untere Ende der Reeperbahn im Fokus. Im Dezember gab es Proteste am Nobbystor, weil der Molotow Club gekündigt wurde, um für ein Hotel zu weichen. Im Januar 2024 habe ich von der Schließung der Kleidungsmarke und veganen Restaurant Bitches & Sons berichtet. Im Februar kommt das nächste aus. Es geht um die Reeperbahn 162, der Hamburger Fährmaster. Benannt nach dem gleichnamigen traditionellen plattdeutschen Seemannslied, war dieser Ort früher ein Möbelgeschäft. In diesem Bild von etwa 1980 sieht man noch die Kriegsreste. Am Ende der 80er Jahre gibt es Hinweise, dass der Fährmaster geplant war, muss also Anfang der 90er Jahre gebaut worden sein. Eigentlich war es anders geplant. Wenn du mein Video über die Reeperbahn 7, die Schließung von Bitches & Sons, gesehen hast, sollte der Hamburger Fährmaster dorthin ziehen. Das hat mir zumindest einer ihrer Vertreter gesagt, als wir uns am Straßenrand unterhielten. Doch daraus wurde nichts, denn am 13. Februar hat der Fährmaster Konkurs angemeldet. Anscheinend gab es schon länger finanzielle Schwierigkeiten. Denn im Jahr 2020 nahmen sie an einer Gastroberatung teil, um mehr aus dem Geschäft herauszuholen. Vergeblich. Jetzt ist die Frage, was mit diesem riesigen 350 Quadratmeter Stimmungslokal mit Bar und Restaurant in bester Kiezlage passiert. Werfen wir einen Blick hinein. Wir werden das Hamburger Traditionslokal bis auf Weiteres unter meiner Aufsicht weiter betreiben und führen bereits intensive Gespräche mit allen Beteiligten, hat der Insolvenzverwalter Peter Alexander Borchardt gesagt. Inwiefern sich der Betrieb sanieren lässt, könne aktuell noch nicht gesagt werden. Wir würden für die gründliche wirtschaftliche Bestandsaufnahme noch etwas Zeit benötigen, so Borchardt. Ein Sprecher des vorläufigen Insolvenzverwalters nannte als Grund für den Konkurs die Nachwirkungen von Corona, weil das Restaurant einfach weniger verdient hat. In Telefongesprächen von Reeperbahn TV mit denen von dem Hamburger Fairmaster war jedoch bereits von einer endgültigen Schließung innerhalb der nächsten Wochen die Rede. Die spannende Frage, die weder in Hamburger Morgenpost noch im Hamburger Abendblatt erwähnt wurde, ist, ob der Standort im Falle einer endgültigen Schließung ein geeigneter Ersatz für den Molotow Club sein könnte. Diese Frage kann nur die Behörde für Kultur und Medien beantworten, weshalb Reeperbahn TV die zuständigen Personen über diese Möglichkeit informiert hat. Ob etwas daraus wird, bleibt aber unklar. Das war's für dieses Video. Wenn du den Inhalt dieses Videos nützlich gefunden hast, klick bitte auf den Like-Knopf oder abonniere den Kanal, um mehr über die Geschehnisse auf Hamburgs berühmtester Meile zu erfahren. Macht das gut!